Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orcsmaster 2 Together mit dem Nytheria. Noch. Noch. Wir hatten das letzte Mal Spiegelbild abgeschlossen und jetzt ist der Anstieg dran. Das vorletzte Level. Von den normalen her. Öfters. So, und ich will hoffen, dass es dieses Mal Bestimmt. leckfrei läuft. Du musst es noch letztens bestimmt. Das warst du. Oh, es geht schon los. Leck? Ja, ich bin auch gerade ein. Ihr sprecht die Wahrheit. Ich habe möglicherweise ja, ich habe mich gerade umgedreht. Ich habe mich gerade zweimal um mich selbst gedreht. Obwohl ich mich auch nicht schlecht rumdrehen wollte. Er hat gesagt, dass ich besser bin. Hast du das gehört? Hier werden sie lang, hier werden sie lang, hier werden sie lang. Okay, eins. Hier ist noch Portal. Also gibt es praktisch zwei plus Richtungen, aus denen Treppe. Sie kommen, wenn ich das... Nee, ja, es gibt zwei nee, drei Richtungen. Eine direkt hier vorne. Ja. Also erstmal kommen sie sowieso aus dem ganz Weg ganz da hinten. Das heißt, ja, ich würde sagen, wer ist der Bessere von uns? Der Bessere sollte dann hier vorne verteidigen und die und der andere ist hier... Ja, mach du das mal. du kannst durch deinen übernehmen und so... Kannst du das besser? Ich verteidige hier den Langgang ja, und die zwei da vorne. Sonst und ich mache hier dann alles voller Fallen und komme dann praktisch zu dir. Ich gucke auch nochmal kurz ins Zauberbuch. Barrikaden brauchen nee, wir nicht, also ne? Du kannst ja eigentlich, obwohl doch, du könntest mal, also nur wenn du Platz frei hast, Warte kannst mal. Du immer, sie zerstören ja keine Barrikaden, solange sie durchgehen können, ne? Dann kannst du doch hier ja. die quasi zumachen, dass nur ein Feld frei ist, wo sie durchgehen können, weil dann kann da nämlich so eine Welle reinhauen und mit ah. der Welle schleudere ich den ja alle zurück. Je zentrierter sie bei der Welle sind, desto... So. Wird so schon muss reichen. Ich die dann setzen in der Mitte hier. Und kann ich die voll in die Fresse batschen. Warte mal, ich mach das mal lieber so, ja. weil nachher ist das und zu schmal, dass die dann nicht hier noch machen und wollen. Dann kannst du... Nee, ja. So. Setz dann nämlich hier oben, Nein. wo ich jetzt gerade bin, auf dieses Podest, setze ich nämlich... So. Bogenschützen. Ja. Sonst setze ich hauptsächlich das ganz gut. Später kann ich sonst auch hier oben noch zumachen, hier wegen dass die nicht hochkommen. Vorne habe ich mir nämlich gedacht, der hier. Siehst du? Ja, Eisfallen Denn auf jeden Fall. Sie müssen Fall, da ja durch und der Geist blockiert sie dann. Ah. Ich hoffe, dass sie dann nicht die Barrieren ja. angreifen. Ah. Nee. Das eigentlich so, ich nicht. Muss mal gucken, ob ich auf der anderen Seite hochkomme, weil dann kann ich da oben noch Bogenschützen setzen. Nicht, dass es dein Weg hier ist. Doch, ist dein Weg. Ja, dann kann ich hier ja. keine setzen. Brauchst du hier irgendwie Säurefallen oder sowas? Ich kann hier an sich den Boden wertig voll machen, die Wände wertig voll machen. Wenn du willst, kannst du hier Säurefallen platzieren, ja, aber du solltest deswegen, dich vor allem auf die Verteidigung von da unten. Hau da unten alles hin, was geht. Hier oben halte ich alles Mögliche auf. Ich kann sogar eventuell die hier unten noch mit übernehmen. Mhm. Weißt du, wo ich gerade stehe? Da ist ja auch ein Portal, weil da kann ich so direkt hinfeuern. Okay, ich weiß jetzt nicht, welches Portal als nächstes kommt, aber am Anfang ist es ja so, dass die einzelnen Portale immer wirklich einzeln pro Runde kommen. Also ist dann immer eine Pop dazwischen, ne? Ja. Dann setze ich ja. eigentlich erstmal keine und spar mein Geld und setze das dann da, Legen wir los. Wo es dann ja. als nächstes losgeht. So ist gut, ich mach hier gleich meine Feuerwand hin. Und schmeiß da voll ein. Eins, zwei, Bam! Oh, da kommt schon Runner, klasse. Wie mich das freut. Bam. Mittlerer Orkkrieger? Ja. Die gibt's schon seit längerem eigentlich. Mein Ton spackt fast ein bisschen. Ja, es mal ist wieder Boxen. Ich muss mir echt mal neu holen. Ah. Geht sowieso nur noch die linke. Selbst die geht immer mal wieder aus. Also das ist echt übertrieben nervig. Ich weiß nicht, ob das an oh, den Mann. Boxen oder den Kopfhörern liegt, aber auch bei den Kopfhörern geht immer nur der rechte. Aber es okay. ist eigentlich egal, welche Kopfhörer ich gerade denke, was mit der Box. Ist ein bisschen gay. Okay. Ehrlich. Ja, ein bisschen. Also bisher ist das ja noch ganz entspannt Runde, hier, die ne? Die ersten zwei, drei Runden sind immer ganz gemütlich. Ja, das sind die letzte Runde haben sie immer
Siedler war. Sehr schön. Schön scharf. So, also das hier ist der einzige offene Zugang, das heißt, sie müssen legen eigentlich wir los. Kommen. Nein, sie kommen unten raus. Ich gehe. Ja. Nein, nee, unten. Scheiße, er hat sich gedreht. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ach hier. Ja. Schaffst du's? Barrikade wird angegriffen. Warum das? Achso. Ich wollte gerade sagen. Es ist doch lustiger, oh, wenn halt die Presse nicht neu. Ja. Knolljäger. Die hasse ich. Pioniere sind auf dem Weg. Oh, los. Ja. Jetzt echt, dass wir in Barrikaden war. So Pioniere? Ja. Ich glaube, dass ich bin gerade am überlegen, ob ich das hier direkt hinterm Eingang auch noch gleich mache. Hier bei mir. Bam. Oh fuck. Oh fuck. Oh, das hat Schaden gemacht. Alter, ich werde hier fast von. Scheiße! Verdammt, ich wurde von scheiß Runnern. Hier Bombenrunner gekillt. Drecksviecher, neue Tür öffnet sich jetzt direkt da. Wollen wir sonst nochmal neu starten? Das ist dritte Runde. Oder wollen wir später machen? Ja, okay. Machen wir neu. Ja, draufgeschissen. Setze ich jetzt nämlich gleich unten, weil ich weiß, dass das Tor aufgeht. Aber ich würde sagen, wieder genauso mit den Barrikaden. Das ist echt, echt schwierig gewesen. Meine Idee. Ihr sprecht die Wahrheit. Und hier kriegt ihr voll Säure in die Fresse. Ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen liegen in der Vergangenheit. So, dann setze ich hier noch die Säure. Hey, er hat gesagt, dass ich besser bin. Hast du das gehört? Lehrling. Ich bin besser. Kriegsmagier Nummer 1. So. Da. Und da. Alles klar. Ich kann hier noch eine hinsetzen. Ist bei dir so, auch wieder jetzt habe ich keine Kohle mach mehr. Mach das doch sonst weiter hinten, damit sie da zentriert werden. Ich glaube nicht, dass es hier vorne funktioniert. Direkt hinterm Eingang werden sie zentriert. Da kann ich dann meine Bomben reinwerfen oder eine Flammenwand. Dann müssen sie dann durch. Ja, ich weiß nicht, ob hab das direkt so vorne funktioniert. Klassisch. Werden wir sehen. Nicht, dass sie da jetzt direkt angreifen. Aber ansonsten... Das ist mal eine Menge toter Ops. Ganz ehrlich, einfach Flammenwand müssen sie durch. Das ist echt eine gute Taktik für später. Sie brechen durch. Ja. Sie brechen durch. Jetzt sind sie erst durchgebrochen. Wie geil ist das denn? Flammenwand. Ja. Entspannt. Das wird Spuren hinterlassen. Ja. Ja, eben ungefähr bei der Hälfte oder so hatten die ja gerade erst gesagt, sie sind durchgebrochen. Davor waren sie noch da. Das Problem wird nur sein, wenn gleich die Runner kommen, in Runde 3 oder so. Die werden die direkt zerstören, aber egal, sind nur zwei Barrikaden dann. Sonst macht das doch einfach hier immer in Abständen, dass sie immer zentriert werden. Du brauchst ja immer zwei. Ganz genau. Ja, könnte ich auch machen. Aber das mache ich dann nach und nach. Erstmal mache ich hier Fallen, die Schaden machen. Ich geh runter. Ah, nur fast. Ja, mach. Und los geht's! Da kommen sie! Sie sind unten! Wenn sie durch mehrere Fallen sterben, ist es noch lustiger. Rein in die Wand! Bam! Dreifach kleben. Lebe für Ork-Massaker! Platsch! Platsch! Juhu! Pass auf! Pioniere! Jo, Pioniere und da war es dann auch schon fast mit meinen Barrikaden. Bei mir hat es eigentlich echt gut gehalten. Ja, bei mir kamen jetzt halt Pioniere. Aber die killen mich nicht zweimal. So, einfach neu setzen und ich setze dann hier alles voller Säure und wenn ich keine Säure mehr habe, setze ich gleich wird's ungemütlich.
für die. Ja, ja, auf beiden Seiten. Sie brechen durch. Ja, Mist. Schaffst du aber, ne? Ich verteidige einfach hier den Eingang. Du brauchst ja, ich komm also sonst auch. Halt gleich runter. Aber ja, bis jetzt hier, der untere Gang wurde komplett aufgehalten von meiner Säure. Oben. Das ist sehr schön. Kommen die nur ganz leicht durch. Oh, hier ist so ein Magier, der kann die, glaube ich, wieder auferstehen lassen. Ne, das waren Runner, die kleinen Viecher. Ja, ja. Igitt, schaffst das? Sind alle tot. Der Schädel ist mein. Nice. Ich habe hier noch einen Magier. Der ist jetzt allerdings auch tot. Von daher. Gestellt ich setze hier direkt ans Tor Bogenschützen, damit sie hier hinter der Barriere und alles schießen. Ja, dahin. Ach scheiße, da kann ich nur eine Barriere übrig hättest. So dahin. Eine würde reichen. Okay. Jetzt gerade nicht. Sonst für später. Weil ich hab hier kann Granat. Man so wo, warte, ich komm kurz ja runter. Ab. Wenn du hier, wo ich jetzt und stehe, noch eine hinbauen willst, hier. Ja, dann kommen sie da nicht durch, dann ja, genau, müssen das sie meine hier ich, durch. Kann ich hier praktisch den Bogenschützen stellen, dann können die von hier unten auf die Runner. Und ja, die anderen stellen ja, die ja, hier oben gut auf den Gang. Das, dann teile ich die nämlich so auf. Ja. Weil das im Moment, gut, die Säure ist nicht das Problem. Das Problem sind gerade bei mir die Runner. Nur die kann ich, kann die Bogenschützen ja nicht hinstellen, falls da welche kommen. Weil sonst Feuer ja aufs Maul kriegen. Stimmt schon. Ja. So. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ich ist schon, ja. Ja, die werden im Normalfall sowieso nur ja von den Neujägern angegriffen. Aber bei Ganda hat auch das Problem. Einfach aufgeladen und treffe ich ja nicht immer. Zack. Bis ah, jetzt komm, nicht, gar aber nicht, ich stehe unten direkt am Portal und bewege mich nicht weg. Also cool, wenn das kommt, bin ich sofort unten. Nice. Und sonst ja baller ich einfach von hier hinten fahren kann. Zack, nochmal schöne Ladung rein. Mhm, okay, Ladung das bestimmt direkt krass ins Gesicht, ne? Ja, voll in den Mund. Oh, Pioniere wieder. Yay, wie mich das freut. Sind meine Barrikaden wieder im Arsch. Hey, doch nicht. Und die regenerieren sich. Das ist das Schöne daran. Ja. Hab ich doch, oder? Ach, fickt euch doch. Jetzt sind die doch schon wieder weg. Egal, wo ich hinschieße, du rennst immer direkt ins Ziel. Ja, Respekt, ne? Weißt du was, ich scheiß jetzt einfach auf die Barrikaden. Soll das mach das jetzt einfach sein? So. Code auf den Barrikaden? Ja, das hilft total gut. Bang. Bang. Oh scheiße, bei mir kommen Runner. Sind aber gerade kein Problem. Sind nicht so viele. Oh fuck. Oh, bei mir kommen gleich zwei Trolle hier. Ich hab jetzt 5 Bogenschützen. 3, so, Troll Nummer 1 ist erledigt. Oh, das ist tot. Zack. Jo. Ach scheiße, den Mana-Trank hatte ich schon aufgehoben. Das ist doof. Okay, so macht man das. Bisschen billig jetzt gerade ja wieder gewesen. Vielleicht kriegen wir wieder Feuer aufs Maul. So. So, ich spare mein Geld. Kann ich gleich bei dir Barrikaden bauen? Eine. Ja, ja, kann ich gleich dann bauen. Brauche ich dann nächste Runde. Runner? Schaut euch diese Kombo an! Ja. Steckst du hin? Gut. Okay, waren keine Runner, das waren die anderen da. Die komischen Gläubiger. Ah, okay. Das ist eine Menge tot. Ja, jetzt kamen sie doch noch ein bisschen weiter.
Ein Glück, dass kannst nicht du... Warte, ich vertick den, damit er weggeht. Ja. So, und hier oben soll ich auch schon dicht machen, direkt? Boah, wenn du kannst. Ja, kann ich theoretisch. Das kostet 2 Barrikaden, 1200, dann habe ich noch 1000 übrig. Warte mal, ich... da willst du noch keine setzen, oder? Also, Moment, nehme ich erstmal Eis, weil das ist dann wichtiger. Ja, okay. So, ja, okay. Ist nichts dagegen. So. Also, habe ich hier noch 2 Säurig. Sehr schön, da kommen noch 2 hin und hier kommt noch alles voll. Ja, ja, das wird schön. So, ich habe noch genügend Gold für eine Falle. So, warte noch mal ganz kurz, bevor du auf bereit klickst. Ich will gerade noch was trinken. Also ich müsste jetzt soweit fertig sein, jetzt setze ich erstmal nur noch Eis, weil saure kann ich hier sonst irgendwo an die Wand klatschen. Ja. Und an die Decke kann ich es leider auch nicht. Säure an der Decke wäre ultra. Ja. Ja, ich kann meine Pfeilwände, die kann ich aufrüsten, dass ich sie an der Decke platzieren kann. Ich glaube, ich kann mir nochmal Deckendinger holen. Wäre hier ganz cool. Die Decke. Ja, ich habe ja diese Zermalma-Dreher-Dinger. Muss ich mal gucken, die könnte ich hier platzieren, das werde ich eventuell auch noch machen. So, ich bin soweit. Rex Runner hier gleich wieder. Ich stehe hinter dir, also falls es durchkommt. Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal sieht. Solange nicht bei mir was kommt. Oh, da sind kleine Missgeburten, die können tote Orks wieder beleben. Lass den einfach schön wie Labelle. Mach das. Solange sie lila und nicht weiß sind. Dass du ihnen die in das Gesicht spritzt. Versteh dich. Oh Haus, yeah. Ich bin umwerfend. Ich geh wieder runter. Jo, mach das. Ein bisschen Eis. Legen wir los. Oh, Gnolljäger. Na, aufs Maul. Ah, aufs Maul. Ja, scheiße, wenn man brennt, ne? Au, das tut so weh. Pass auf, hier, hier. 1, 2, 5. Pioniere bei mir. Okay, der Feueroger ist einfach eben umgedreht hier. Ah, scheiße, der läuft ja. Hast du das? Jojo, das ist kein Problem. Es sind 2 Trolle hier nur noch, die sind fast tot. Und noch ein paar Bobos. Bobos, ja, billig Gegner. Die ganz billige Variante. So, legen wir los. Okay, von beiden Seiten. Noch eine Kombo. Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötet. Sie sind unten. Was? Wo? Einer ist noch auf dem anderen Gang. Das ist ein Runner, aber der war noch mitten in meinem Fall. Achso, die unten hast du schon alle erledigt, ne? Ich dachte gerade, ach du Scheiße, die sind da ja ganz schön, da sind ja ganz schön viele und so. Wollte ich dir gerade helfen kommen. Es sind eigentlich aber gar nicht viele, es ist ja. Ja, irgendwie ein bisschen billig. Das erledigen meine Fallen den letzten kommen. Der wird jetzt noch schön fertig gemacht. Sehr schön. 3 Reihen Eis überall. Sehr schön. Sonst soweit fertig. Dahin. Ja, ich brauche noch einen kleinen Augenblick. Oh, ich habe gar also nicht ich habe so jetzt viel Kohle. Hier vorne in dem direkt langen Gang habe ich 3 Reihen Eis. Unten habe ich jetzt 2 Reihen plus den zwischen der Barriere Tunnelgang. Aber beim Tunnel kommt irgendwie nie einer durch. Und selbst hier vorne, wenn irgendwas in die Nähe kommt, auf die Treppe oder so, dann kriegen das meine Bogenschützen eigentlich ganz gut hin. Sehr schön.
Ja, ich bin hier oben soweit fertig. Ich kann noch zwei Fallen platzieren. Ich überlege gerade. Ein Ort für alle Fälle. Fallen. So, ich bin jetzt soweit. Oh, Runner, ey. Ja, komm, belebt mich auch wieder. Alter! Geht doch, ey. Alles klar. Oh fuck. Hui! Das dürfte ein neuer Rekord sein! War schon. Ja. Theoretisch könnte ich auch runter zu dir kommen, weil die hier oben kommen kaum an meinen Fallen ja, vorbei. Jetzt gibt's das Feines. Also ich brauche jetzt unbedingt Hilfe, aber die sind immer, da der Weg relativ kurz ist, immer so ein bisschen knapp. Ja. So dann komme ich mal runter. Vorbei. Ja, jetzt komm eben. Auf der Eiswand sitzt. So, ich bin da. Also, wie viele waren das? Ach, Runner sind hier. Hast du mit? Das sind die einzigen, die durchgekommen sind. Ja, wo sind die? Die sind hier hinten in dem Gang. Das sind die, die durchgekommen sind bei mir. Schon gewundert. Wo ist der letzte? Ach da, okay. Ah, na also. So. Gleich wird's ungemütlich für die. Letzte Welle. Sie sind unten. Der ist jetzt auch falsche Waffe. Nee, das war ein Runner. Was? Neujäger. Ja, so. Das erledigt. Oh, oh, Feuer-Oga. Ja, ich hab den eben schon übernommen. Oben kommen, bei mir kommen. Oben. Scheiße. Guck mal kurz, was meine hier machen. Ein paar Dickere sind durch. So, die beiden Feuer-Oger gehören mir, ich versuche sie schnell kaputt zu machen. Unten in deinem Gang kommen welche, in deinem Gang kommen. Ja, ich weiß. Das sind die, die durchgekommen sind. Das ist aber auch nur ein Feuer-Oger und der Rest ist normal. Verdammt! Ups. Ey du! Oder ist er durchgekommen? Weiß ich nicht. Nee, wir haben noch 20. Ich weiß nicht, ob das anfangs 25 waren oder 20. Der Oger hat 5 gezählt, denke ich mal. Ja. Oh, ja. Er hatte so viel kein Leben mehr, aber es alles hat gerade übertrieben gelangt. Ich habe ihn nicht getroffen. Scheiße. Sofort alles, was in neuen. Ja, ich war da gerade. Wand der Leere. Okay. Aber ist wahrscheinlich an der Wand, also müssen die da irgendwie reingeworfen werden. Aber wenn man die irgendwie gegenüber von meiner Pfeilwand oder so platziert, werden sie rübergeschleudert. Wobei, da sind sie meistens eh schon tot. Aber es gibt doch diese Schubfalle, die Gegner wegschubst. Mhm. Es gibt ja auch diese Sprungfeder. Mhm. So, ich guck mal gerade, was ich hier upgrade. Die Pfeilwand habe ich ja schon, wobei an der Decke platzieren sind, ist natürlich richtig geil. Dann werden die wirklich von überall beschossen. Waffendonnerbüchse hatte ich schon, ne? Ah, okay. Gekauft. So, 10 habe ich. Ich habe jetzt so ein Münzding geholt, dass ich mal Münzen kriege. Weil das alt. Wenn Gegner darauf sterben, ne? Nö, so ein Gegner darauf sterben, einfach mehr Münzen getroppt werden. Oh, auch nicht schlecht. Ich habe schon überlegt, die Münzpresse mir zu holen. Mach ich jetzt einfach. Ach, Mann. Nee, ich lasse es noch. Ich gucke erst nochmal, ob ich irgendwas aufwerten kann. Das habe ich schon. Zwergenwächter, Wand der Leere. Erhöht die Chance auf Münzen. Ah.
Sprungfederfalle, Teer, verlangsam, Pfeilwand. Ich glaube, Pfeilwand kostet 11, scheiße. Da fehlt mir tatsächlich ein einziges. Ne, okay, dann warte ich damit noch. Hol mir dann. Wobei, das ist jetzt eh das letzte, ne? Ja, was hab ich denn? Och man, das ist doch Kakios. Was hatte ich denn vorher aufgewertet? Ich hol mir einfach Eisfalle, mal die Säurepresse und gut ist. Bogenschützen? Der Zauberstab? Ah, die Flammenanschieden, die habe ich vergessen. Die Feuerbälle verbessern verursachen mehr Schaden. Ich hole mir jetzt das Mana Zauberding. Ja. Alles klar. Das war allerdings das vorletzte Level, der Anstieg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.